ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute habe ich ein Rezept für euch, eines meiner Lieblingsrezepte, das, wie ich finde, perfekt in den Herbst passt. Ich backe super gerne Bananenbrot. Ich finde, es ist total easy und die Zutaten hat man fast immer zu Hause. Ich hatte immer ein Standardrezept, das für mich ein absoluter Favorite war. Da ich jetzt kürzlich die Entscheidung getroffen habe, mich überwiegend vegan zu ernähren, musste ich dieses Rezept ein bisschen anpassen. Das war gar nicht so schwierig und das Rezept hat mich vollkommen überzeugt, weswegen ich dieses Rezept mit euch teilen möchte. Was es so perfekt für den Herbst macht, das sind nämlich die Gewürze, die reinkommen. Und ich knall da immer richtig viel von rein. In diesem Video bin ich jetzt etwas moderater mit den Gewürzen umgegangen, da es vielleicht nicht jedermanns Geschmack ist, aber wenn ihr da auch so sehr drauf steht wie ich, könnt ihr da natürlich auch nochmal einen Teelöffel von mehr reinhauen. Außerdem sind auch noch Walnüsse mit in dem Rezept und ich liebe einfach diese Kombination Banane und Walnuss. Schmeckt super lecker. Und wie das ganze Rezept funktioniert, das seht ihr jetzt. Für das vegane Bananenbrot braucht ihr 4 Bananen, 80 Gramm Pflanzenöl, 80 Gramm Zucker, 250 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 75 Gramm Walnüsse, 1 Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel gemahlenen Ingwer, eine Prise Salz und außerdem noch Semmelbrösel und Öl für die Backform. Als allererstes müsst ihr die Bananen klein matschen, richtig fein, sodass ihr einen richtigen Bananenbrei im Prinzip bekommt. Ich mache das immer mit einem Teller und einer Gabel. Ich habe aber auch schon gehört, dass Leute das mit einem Kartoffelstampfer machen. Und diesen appetitlich aussehenden Bananenbrei gebt ihr dann in eine Schüssel. Und da kommt dann das Öl und der Zucker dazu. Das verrührt ihr alles miteinander. Ihr vermischt dann am besten das Mehl mit dem Backpulver und das gebt ihr dann nach und nach zum Teig. Immer wieder gut miteinander verrühren und ihr merkt schon, ihr bekommt so einen richtig festen Teig. Und da gebt ihr dann noch die ganzen Gewürze dazu, also den Zimt und den gemahlenen Ingwer und die Prise Salz natürlich auch. Und das wieder miteinander verrühren, sodass alles gleichmäßig verteilt ist. Und da kommen dann einfach noch die Walnüsse rein. Ihr könnt die entweder ganz lassen oder klein zerhacken, je nachdem wie es euch am liebsten schmeckt. Ich habe gerne größere Stücke drin. Und das rührt ihr dann noch einmal kurz miteinander um. Der Teig kommt dann in eine Kastenform, die ihr vorher mit Öl und Semmelbrösel vorbereitet habt. Den Backofen solltet ihr am besten direkt zu Beginn vorheizen, und zwar auf 170 Grad. Die Kastenform kommt dann logischerweise in den Backofen und das Bananenbrot braucht ca. 50 Minuten. Und dann ist das weltbeste Bananenbrot auch schon fertig. Super easy. Schnell kann man das mit der Hand zusammenrühren und es schmeckt himmlisch, sage ich euch. Und es riecht auch himmlisch. Also wenn ihr Banane mögt, das ist definitiv euer Rezept. Ich esse das ganz gerne einfach mal zum Frühstück oder auch wie als Kuchen im Prinzip. Das zusammen mit einer Tasse Kaffee ist einfach eine super Kombination für einen gemütlichen Herbstnachmittag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!